Lausche. Hallo liebe Erzählfreaks und willkommen zu diesem neuen Video. Heute packen wir mal wieder was aus, aber was ein wenig anderes, was wir wahrscheinlich sonst noch nie so ausgepackt haben. Und steht es schon bei Airmail. Das hat verdammt lang gedauert, irgendwie anderthalb Wochen oder so. Ihr könnt im Videotitel ja auch schon lesen, was ich hier auspacke. Brauche ich ja jetzt gar kein Geheimnis mehr draus machen. Dann hole ich mal das Taschenmesser hier. Das 2-Euro-Taschenmesser. So, gucken wir mal. Hier unten. Ich glaube, das kriegen wir auch erstmal so auf. Das Taschenmesser mal zur Seite legen. Oh ja, da ist es. So, kommt der Karton mal weg. So, hier ist noch so ein dran geklebt, da ist nichts drin. Ich dachte jetzt, da wäre irgendwie die Rechnung oder so. Haben sie wohl nicht so in United Kingdom mit Rechnungen. Naja, egal. Hier sehen wir sie, die Nerf and Strike Elite Strong Arm XD für Extra Distance. Und das Ganze machen wir mal vorsichtig auf. Naja, was heißt hier vorsichtig? Das ist gar nicht so einfach, obwohl das Messer verdammt scharf ist. Na komm schon. Dafür haben wir auch noch, hier anderes Werkzeug. Geht's mit einer Schere besser? Ja, geht besser. Gut. Ich glaube, da nehme ich nächstes Mal von Anfang an die Schere. Sieht ein bisschen kruppelig aus, die Verpackung, weil das hier unten dran geklebt hat, aber egal. So, und an der Magazintrommel ist noch einer. So, ich habe das Ding bei Amazon bestellt. Ich weiß nicht, warum das aus United Kingdom kommt. Das war nämlich mit deutscher Bedienungsanleitung und so was allem beschrieben. Naja, egal. Warte mal, habe ich jetzt gerade die amerikanische Variante bekommen? Weil das wäre jetzt richtig geil. Weil die Deutschen sind immer gedrosselt, die schießen nicht so weit. Wenn ich jetzt die englische oder beziehungsweise amerikanische Variante bekommen habe, das wäre jetzt richtig geil. Ich guck mal. YouTube, bla bla bla. Sieht hier alles ein bisschen sehr englisch aus. Ja, okay, hier ist noch was Deutsches, aber ich glaube, das ist auf jeder Verpackung. Egal, packen wir mal hier noch eine Pfeile raus. Dafür kann ich jetzt das Taschenmesser nehmen. So, einmal hier durchschneiden. Sieht man auch, das ist ziemlich scharf. So, da hüpfen die hier raus. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, das kommt mal alles beiseite. Hier sind die 6 Pfeile. Und hier ist die Strong Arm. Die ist ziemlich groß sogar. Ah, die liegt super in der Hand. Was natürlich meistens typisch ist für Nerf. Hier sieht man es, diese 1A-Verarbeitung. Also ich muss sagen, bei der Demolisher geht es. Hierbei finde ich es jetzt nicht ganz so toll, die Verarbeitung, beziehungsweise Lackierung. Naja, ist halt so, ne? So, was daran aber richtig geil ist, wenn ihr hier drauf drückt, hier auf diesen Knopf, kann man die Trommel zur Seite rausfahren. Macht ein geiles Geräusch und dann... Ja, das ist geil. Okay, drücken wir mal drauf. Holen die raus. Und stecken jetzt hier mal ein paar Pfeile rein. Ich hoffe, ich habe jetzt wirklich die amerikanische oder englische Version bekommen. Das wäre richtig geil. Weil die ist nicht gedrosselt. Die Deutschen sind immer gedrosselt. Und jetzt? Ach, nee, das müssen wir nochmal machen. So. Hat geklappt. Nachladen. Es geht relativ schwer, aber soll ja auch angeblich bis zu 27 Meter schießen. Also ich muss sagen, bei der Demolisher, die elektrische, da hat das geklappt. Die hat sogar 30 Meter geschossen. Selbst die Raketen fliegen 20 Meter weit, 15, 20 Meter. Ja, sieht cool aus, die Waffe. Auch, dass das hier so mitdreht, die Trommel. Ich werde mich mal darüber informieren,
ob es die deutsche ist, die deutsche Version. Weil die haben immer eine andere Abzugfarbe. Ich glaube, die Deutschen haben immer den grauen Abzug. Hier ist ein orangener. Also manche Deutschen haben den grauen Abzug, um sie zu kennzeichnen. Ich weiß nicht, ob das bei der hier auch der Fall ist. Ich werde mich da mal drüber informieren. Da werde ich das vielleicht hier im Video irgendwie einblenden. Vielleicht seht ihr unten das, dass da steht deutsche Version oder wie auch immer. Weiß ich ja jetzt nicht. Ich glaube doch, dass es die deutsche ist. Ja, hier kann man dann halt zielen. Hier, über Kim und Korn. So, und da wollen wir auch mal den ersten Schuss abgeben. Haben wir gerade schon geladen. Und ich schieße mal hier so auf den Tisch. Uiuiui, das hört sich aber kraftvoll an. Und jetzt sieht man auch gleich, wie die Trommel sich dreht, wenn ich mal schieße. Ja. Und was es ja auch gibt, den Slam-Fire-Modus. Ich halte den Abzug gedrückt und muss nur noch Nachladen drücken. Und dann wird eben automatisch geschossen. Das mache ich jetzt mal. Ja, wir sind schon gar keine Pfeile mehr drin. Das ging auf jeden Fall ab. Also, erster Eindruck, auf jeden Fall cool. Außer die Lackierung, aber das ist ja meistens so. Naja. Das war's erstmal. Vielleicht sehen wir später mal ein Video, wo ich mit denen ein bisschen rumballer, einen aufkrieg oder so. Aber das war's erstmal. Bis zum nächsten Mal.